was ist dieses Jahr euer Taschentrend? Ja, wir haben ja neben dem, dass wir ja seit vielen Jahren eine reine Frauenmarke sind, haben wir jetzt den Unisex-Bereich noch ein klein wenig in Angriff genommen. Wir haben zum einen eine Leder-Canvas-Serie gemacht. Wir haben aber gleichzeitig auch, weil das ja auch immer eine Preisfrage in der heutigen Zeit ist, Leder-Canvas ist ja ein bisschen teurer, so haben wir dann nochmal eine Feinsynthetik Canvas-Serie gemacht, dann ist es ein bisschen günstiger. Das hier speziell für den Herrn, damit er schön einkaufen gehen kann. Taschen für Männer ist ja, glaube ich, sowieso ein ganz großes Thema. Ja, das stimmt. Wir waren ja sehr erfolgreich mit Surify im Damenbereich und dachten wir, dann nehmen wir doch die Schwingung auch gleich mal ein bisschen für die Männer mit, damit die nicht so daneben stehen. Und das haben wir damit realisiert. Ihr seid auch digital sehr stark, also ihr seid in den digitalen Medien sehr gut vertreten. Auch bei euch, ja, digital, das stimmt. Ihr seid Panorama Digital. Habt ihr schon mal Rücklauf auf Panorama Digital oder über Panorama Digital bekommen? Ja, man sieht es ein bisschen, weil wir über Panorama Digital kommt man ja auch auf unsere Website und da sehen wir die Hits natürlich dann auch. Und wir denken, dass gerade durch die Panorama Digital wir auch vermehrt den Hit auf unsere eigentliche Webseite bekommen.